In diesem Video zeige ich euch AIDA Cosma. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video zeige ich euch die AIDA Cosma, da wo ich auch gerade sitze. Und ja, wir haben eine einwöchige AIDA Cosma Orient Reise hier. März 2023 haben wir aktuell. Und ich zeige euch so ein bisschen das Schiff, wo sich was befindet, welche Restaurants es gibt, welche Bars es gibt, wo die Pools sich befinden, wie groß sie sind. Unsere Kabine zeige ich euch natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, denn das Video wird eh lang genug. Was ich aber noch sagen muss, ist, dass ich das Video in mehreren Teilen aufnehmen werde. Also ich werde nicht alles an einem Tag filmen können, deswegen wird sich mal vielleicht die Tageszeit ändern. Also vielleicht ist es dann dunkel draußen oder es ist mal mehr los, es ist mal weniger los. Also ja, das werde ich an mehreren Tagen filmen, weil an einem Tag ist es einfach nicht zu schaffen, weil die AIDA Cosma echt riesig ist. Ja, aber wir starten. Was ich hier sehr, sehr praktisch finde auf AIDA Cosma, sind diese Wegweiser, diese Bildschirme, die gibt es eigentlich auf jeder Etage. Und da kann man natürlich auch sich alles anschauen zum Tagesprogramm und so weiter. Aber man kann sich auch den Weg zeigen lassen. Und da gibt es jedes Deck und da wird auch gezeigt, wo sich was befindet. Und ihr seht, wir sind gerade auf Deck 5. Da. Und vorne. Also da seht ihr immer, wo ich befinde. Vorne, Mitte, hinten. Und ja, wir fangen eigentlich mit der Tour auf Deck 5 an, weil es gibt noch Deck 3. Da gibt es aber nur das Hospital, das seht ihr hier, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Und die Gangways nach draußen finden sich auch auf Deck 3. Und Deck 4 sind eigentlich nur Kabinen. Auf Deck 5 ist auch unsere Kabine, die zeige ich euch jetzt dann direkt im Anschluss. Hier ist der Waschsalon und direkt, also wir sind auf dieser Seite, wir haben die ungerade Seite. Der Waschsalon ist im Prinzip auf der anderen Seite und ganz hinten in dem Schiff das Marktrestaurant. Deswegen starten wir jetzt mit dem Kabinenrundgang und dann geht's ins Marktrestaurant. Ich zeige euch jetzt unsere Balkonkabine hier auf der AIDA Cosma. Und wir sind zu viert, deswegen ist da auch schon das Bett aufgeklappt. Das ist einmal hier die Duschkabine mit Waschbecken, Seife, Toilette, Handtücher. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Handtücher. Ne, da unten sind noch welche. Genau. So sieht das Ganze hier aus. Ablagefläche. Ein großer Spiegel. Dann haben wir hier eine Trenntür, aber da wohnt keiner. Was haben wir hier nochmal? Oh, einen begehbaren Kleiderschrank haben wir hier. Sehr schick. Einmal hier die Bademäntel. 4 Stück. Dann gibt es da unten auch nochmal Decken, falls es einem kalt ist. Die Rettungswesten. Einen Safe. Und ja, dann haben wir hier das Doppelbett. Und einmal unten Bett, einmal das oben Bett. Wie gesagt, wir sind zu viert. Gibt es hier das AIDA, hier läuft schon AIDA Bordportal mit allen Informationen, Zeitung, Telefon, Notizen. Hier ist der Föhn. AIDA Cosma Wegweiser, den braucht man. Das Schiff ist riesig. Wasserflaschen sind aber nicht bei uns inklusive, weil wir Novario gebucht haben. Und dann schauen wir uns nochmal den Balkon an. Oh, bisschen feucht, kleinerer Fein. 2 Liegestühle und Hängematte ist auch da. Genau. Das ist gerade unser Ausblick, da wir am Hafen stehen. In Abu Dhabi. So, jetzt gehen wir wieder rein. Ah, die Tür ist ganz schön schwer. Steckdosen ansonsten da. Da gibt es auch USB-Plugs. Nochmal Steckdosen. Ja, sehr schönes, helles Zimmer. Ja, ganz hinten auf Deck 5 habt ihr dann das Marktrestaurant. Und eine Auswahl vom Frühstücks- und Abendbuffet zeige ich euch dann jetzt. Wir sind jetzt hier im Marktrestaurant und das ist eigentlich das Restaurant, was es auf jedem AIDA-Schiff gibt.
und ich zeige euch ein bisschen, was es hier so gibt. Es gibt natürlich eine Teestation. Kann man verschiedene Teesorten sich aus so Beuteln rausholen, also in so Beutel füllen, so losen Tee. Aber es gibt auch Beutel, wenn man dazu zu faul ist. Dann gibt es hier eine Kaffeemaschine, die kostet extra, da seht ihr die Preise. Und natürlich gibt es auch Saft- und Softgetränke, seht ihr hier, Fanta, Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola Light, Soda-Water und normales Wasser. Und dazu die passenden Gläser. Bier gibt es auch abends und mittags, könnt ihr euch hier einfach Bier abzapfen. Und es gibt auch Weiß- und Rotwein, das wird dann direkt an die Tische gebracht. Genau. Jetzt zeige ich euch noch das Buffet. Hier gibt es eine Salatbar mit Hummus. Sehr lecker. Brot, Butter, Baguette. Hier gibt es eine Suppe. Was haben wir hier? Gemüsebrühe mit gebratenem Rosenkohl und geräuchertem Tofu. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Dann, wir springen jetzt ein bisschen. Wir sind jetzt gerade beim Dessert. Cremige Sojapudding mit Mango-Ragout gibt es hier zum Beispiel, Proteinbällchen mit Hafer und Dattel. Schichtdessert mit Passionsfrucht und Minze, gebratene Grießschnitte mit Sauerkirsch-Ragout, Kirschsoße. Ah, hier, die habe ich vergessen. Frischkäsetörtchen mit Kiwi und leichtem Biskuit. Und dann gibt es hier noch ein Vorspeisenbuffet. Backene Aubergine gibt es hier, Ofenkartoffeln, das ist vegetarisch, das ist auch gut für die Vegetarier, das ist alles immer, jetzt habe ich es runtergeschmissen, es ist grün und wo was mit, oder ist es vegan? Es könnte vegan sein, grün, und das ist halt dann, vegetarisch oder nicht vegetarisch, weil hier ist jetzt, sehe ich jetzt nicht, dass es da Fleisch drin ist, aber Hüttenkäse. Deswegen glaube ich nicht, dass es vegan ist. Das heißt, die Grünen könnte heißen, dass es veganes Essen ist. Ich gehe weiter mit den Vorspeisen, der Salatauswahl. Weiter mit den warmen Speisen, Penne, Rahmkohlgemüse, gedünsteter Kabeljau in Zitronensoße. Es gibt Couscous. Hier ist wieder das grüne Ding. Tofu-Curry mit Couscous. Also ich vermute, es ist vegan. Brokkoli, dann Schweinestreifen mit Tomaten-Cashew-Pesto. Steinbeißer mit Kräuter-Olivenkruste. Das hört sich sehr gut an. Kartoffel-Sellerie-Stampf. Dann haben wir hier Kalbsroulade mit gekräuterten Pilzen und Semmelknödel. Die Semmelknödel, wo sind die? Muss man die da drin fischen? Nudeln, Pasta mit Ofentomaten, gerösteten Pinienkern und Rucola-Pesto. Dann haben wir hier wieder was Grünes, also vegan. Birani mit frischem Gemüse und indischen Gewürzen und Chana Masala Kichererbsen mit fruchtigen Tomaten und Cashewnüssen. Klingt auch echt gut. Reis, Auberginen, Tomatenhähnchen, Curry mit Sesamreis, Kartoffeln nach Flammkuchenart, mit Pancetta und Schalotten, Poladenbrust mit Anis, Grüntee, Sud gegart. Also sehr interessante Kreationen, die ich bisher noch so noch nie gehört habe. Da gibt es ganz normale Ofenkartoffeln mit Kräutermantel. Und da hinten haben wir noch Rinderhüfte mit getrüffelten weißen Bohnen. Hier gibt es noch Parmesan und Kräuterquark. Und hier gibt es eine Art Kinderecke. Einfach nur Spaghetti Bolognese oder Spaghetti mit Tomatensauce. Dann haben wir hier noch eine Grillecke. Also es ist ein richtig großes Buffet. Hier haben wir noch Schweinelende, Bratkartoffeln, Forellenfilet nach Müllerinart. Saftiges Rindersteak mit gegrillten Champignons und Blauschimmel. Cremiges Weinsauerkraut. Dann haben wir nochmal dasselbe früher auf der anderen Seite. Obwohl hier jetzt ist auch noch Lachs mit Ingwer und Zitrone. Vorbei. Hier gibt es verschiedene Käsesorten als Dessert. Ganz, ganz viel Käse. Da bin ich raus. Und Obst gibt es natürlich auch noch.
sehr lecker aus. Und eigentlich immer gibt es auch eine Eisstation mit verschiedenen Toppings. Hier habt ihr Soßen, Kirschsoße, Vanillesoße, Schokosoße, Schlagsahne. Und dann habt ihr hier die Eissorten. Heute gibt es Zitrone, Cappuccino, Schmecker, Fratz und Schokolade. Auf Deck 6 findet ihr dann auch die Shops, Juweliere, Accessoires, Sonnenbrillen könnt ihr hier kaufen. Aber auch Kleidung, Taschen. Ich mache hier mal einen kurzen Schwenker durch. Schmuck. Weitere Taschen. Und hier findet ihr dann auch noch den Juwelier. Und auf der gegenüberliegenden Seite bekommt ihr noch so Snacks, Schokolade, Zigaretten, Alkohol, Gummibärchen, Reisegadget, wenn ihr euer Ladekabel irgendwie vergessen habt. Hygieneartikel. Da ist der Alkohol und die Zigaretten. Direkt bei den Shops findet ihr auch die Rezeption, wo ihr euch an die Rezeptionisten, an die Mitarbeiter wenden könnt. Wenn ihr Fragen habt, kann man auch online über das Bordportal sich einen Termin vereinbaren, dann muss man hier gar nicht lange warten. Und ja, noch ein Shop mit Kleidung, Tommy Hilfiger, AIDA, Merchandise und ja, vieles mehr. Wenn ihr durch den Shop auf Deck 6 kommt, kommt ihr dann in die Art Galerie und auch in die Art Bar. Und da habe ich schon vorher mal gelesen, dass es immer so ein, wenn die anderen Bars voll sind, dann kommt in die Art Bar, denn hier könnt ihr immer Glück haben und es ist nicht sehr voll. Es ist ganz vorne auf dem Schiff. Hier könnt ihr schöne Kunstwerke begutachten. Ich bin da total verliebt in diese Disney-Bilder, aber ich will gar nicht wissen, was die kosten, weil diese Bilder sind halt echt von Malern, von Künstlern und ja, echte Kunstwerke, die ihr hier kaufen könnt. Und ihr könnt sie euch auch nach Hause schicken lassen. Wie gesagt, einmal hier die Art Bar auf Deck 6 und hier sind auch sehr, sehr viele Sitzmöglichkeiten, also echt entspannt. Das Bild zum Beispiel gefällt mir auch echt gut, finde ich sehr stilvoll. Wenn man dann hier weiterläuft, habt ihr noch mehr Artwork, einen fleißigen Arbeiter. Good morning! Dann habt ihr hier das Studio X, das ist das Kino. Ich schau mal, ob man rein kann. Yep. Wahrscheinlich ist es aber stockfinster. Schauen wir mal. Geht. Der Bildschirm ist an. Und die Bu-Kamera ist auf dem Bildschirm projiziert. Also hebt ihr das Kino. Hier laufen tatsächlich auch Filme. Gestern lief da The Voice of the Ocean als Übertragung. Und ja, die Bugkamera läuft da gerade mit schöner, entspannter Musik. Nach dem Kino habt ihr dann hier den Photoshop. Da könnt ihr eure Bilder euch anschauen, ausdrucken lassen, Fotoshootings reservieren, was auch immer, eure Fotos hier angucken an den Computern. Und hier könnt ihr auch Magnete kaufen als Erinnerung. Und dann, wenn ihr hier weiterlauft, kommen wieder die Shops, die gerade aktuell zu haben. Shops und der Rezeption kommt dann auch schon das Theatrium.
mit dieser Bar, wo ich gerade den Namen nicht weiß, Cosma Bar. Also das ist die erste Etage vom Theatrium. Hier finden Shows statt, Vorträge und so weiter. Es erstreckt sich über drei Etagen. Und das sieht dann so aus. Da muss ich wahrscheinlich Musik drüber legen, weil hier läuft andere Musik. Also wenn ihr so einen Remix hört, dann ist es mein Remix. Ich habe ja wie gesagt die Cosma Bar, Good Morning. Und wenn wir dann weiterlaufen, hier habt ihr genügend Sitzplätze. Hier ist es abends natürlich sehr voll, wenn eine Show stattfindet. Sehr früh da sein auf jeden Fall für eine Show. Halbe bis dreiviertel Stunde mindestens, weil sonst bekommt ihr keinen Sitzplatz mehr und müsst stehen. Oh, hier habt ihr das Virtual Reality Abenteuer, das werde ich heute auch noch testen. Und gibt es verschiedene. Einmal retten sie den Europapark mit Ed und Edda, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Also nicht hier, aber im Europapark. Erleben sie die faszinierende Perspektive mit Walking im Wunderland, Moon to Mars, Alpha Mods und Phantom der Oper. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Entweder Walking in Wunderland oder Phantom der Oper. Gibt beides auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, was es kostet. Es kostet auf jeden Fall extra. Aber das werde ich dann im Vlog erwähnen. Hier könnt ihr eure Ausflüge buchen, euch beraten lassen, welche Ausflüge ihr gerne machen möchtet. Das könnt ihr dann hier auf Deck 6 machen. Hier gibt es einen riesen Puzzle, wo man AIDA Cosma nachpuzzeln kann. Magneten, also das wäre ja schon mal nicht meins, aber wenn ihr abends nichts zu tun habt, könnt ihr hier auf Deck 6 habt ihr dann hier die Rossini Bar und auch das Rossini Restaurant, sehr edel gestaltet, muss ich sagen. Ich war vorher noch nie in dieser Ecke, sehr sehr schick. Das Rossini Restaurant ist ein à la carte Restaurant, ich weiß nicht, wie viele Gänge ihr da bekommt, ich glaube bis zu, weiß was ich, also sehr sehr viele Gänge. Hier habt ihr dann also à la carte und halt ein Menü und dann ja, müsst ihr auf jeden Fall auch einen Tisch reservieren. Ich glaube, man kann da auch frühstücken oder es ist das Steakhouse, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir sind einmal rum um das Rossini Restaurant und gehen auf der anderen Seite, wo da das Virtual Reality Abenteuer war, einmal nach links und dann kommen wir zu den ganzen, ich würde sagen zu der Restaurantkette, ein Restaurant nach dem anderen. Wir fangen hier an mit der Tokyo Bar, das ist natürlich kein Restaurant, aber das beginnt hier. Das gehört zu den asiatischen Restaurants. Hier gibt es exotische asiatische Getränke. Sehr, sehr lecker. Ich hatte schon bereits meinen Cocktail. Dann gibt es hier das Sushi-Haus. Und Hotpot. Seht ihr dann hier? Hier könnt ihr Hotpot essen. Da kommt dann in die Mitte die Brühe und sehr geselliges Essen. Habe ich schon mal in Essen gemacht. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Und hier habt ihr dann auch das Sushi-Haus und könnt Sushi essen und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön dekoriert. Auf jeden Fall ein Hingucker. Wir laufen weiter und dann kommt das Teppanyaki Asia Grill Restaurant. Da waren wir gestern essen. Sehr, sehr lecker. Es ist auch ein japanisches Restaurant. Vor einem wird das Essen dann gegrillt, gekocht und ist auch eine sehr, sehr amüsante Angelegenheit. Die Köche sind super. Kostet auch extra, also das kostet extra. Hotpot und Sushi kosten, also Hotpot kostet, doch, es kosten beide extra. Die anderen Spezialitätenrestaurants, die kosten dann nicht extra. Da zahlt ihr dann nur die Getränke, aber das seht ihr dann alles auch in der App. Also hier seht ihr dann immer die Preise vor den Restaurants, was es kostet. Dann kommen wir hier zum ersten Buffet-Restaurant auf Deck 6 und zwar zum East Restaurant. Ein asiatisch angehauchtes Restaurant. Ich laufe mal kurz durchs Buffet. Weil hier sitzen schon ein paar, aber das Frühstück ist überall eigentlich dasselbe. Also in den Restaurants, ich glaube, die unterscheiden sich minimal. Guten Morgen. Es gibt verschiedene Getränke, Smoothies, Obst natürlich. Und auch warme Speisen. Brotpudding, den habe ich woanders noch nicht gesehen. Omelette gibt es hier natürlich auch.
Wir verlassen das East Restaurant und laufen weiter. Ich sag ja, es ist eine Restaurantkette, ein Restaurant nach dem anderen. Kommen wir hier in diesen schönen Raum. Ich finde auch, der ist sehr, sehr schön gestaltet. Ich bin ja eh so ein asiatischer Deko-Fan, also dieses mit dem Grün und den ganzen Statuen gefällt mir so gut. Sehr, sehr hell. Dann gibt es hier, ihr seht es schon, einmal das Time Machine Restaurant. Das ist auch ein à la carte Restaurant mit Showprogramm. Ich glaube, es gibt ein 3-Gänge-Menü und eine Show. Haben wir jetzt dieses Mal leider nicht geschafft. Das Schiff ist auch relativ voll, also reserviert euch da unbedingt Plätze. Und das andere Buffet-Restaurant auf Deck 6 ist das Belladonna Restaurant. Also hier habt ihr immer das Time Machine Restaurant. Hat natürlich aktuell geschlossen, aber ist auch so richtig cool. Abends ist ja immer der, der die Gäste empfängt und der hat auch schon so sein Kostüm an und ist voll in der Rolle drin. Also sieht echt cool aus. Wie gesagt, haben wir diesmal leider nicht geschafft, aber vielleicht beim nächsten Mal auf Aida Cosma. Und jetzt in die Richtung geht es dann zum Belladonna Restaurant, zu dem italienisch angehauchten Buffet-Restaurant. Und ja, Frühstück aktuell, aber ich zeige euch einen Ausschnitt vom Abendbuffet. Einmal ein Schwenker durchs Belladonna Restaurant. Hier gibt es Pizza, natürlich auch wieder Käse, wie überall auch. Da es wieder ein Buffet ist, gibt es hier verschiedene Gerichte. Aktuell Hähnchen und Zitronensoße, Hirschrollbraten, Ofenreis mit Basilikumpesto. Gegrillte Zucchini, die fand ich zum Beispiel sehr, sehr lecker. Hier gibt es frisches Roastbeef, was geschnitten wird. Wurstwaren. Gazpacho mit Parmesan, war auch sehr, sehr gut. Hier natürlich wieder ein kaltes Buffet mit verschiedenen Salaten. Vitello Tonnato. Lauchzwiebelquiche und Tomaten Mozzarella, ist aber gerade leer. Zum Beispiel noch Lammragout, Spaghetti Bolognese, gebackene Gnocchi und Pastaauflauf mit Spinat. Und hier haben wir dann nochmal, Thunfisch ist einmal hier und Schweinerücken mit frisch tranchiert mit Jus auf Grillgemüse. Auch sehr, sehr frisch und lecker aus. Im italienischen Thema sind auch natürlich die Desserts italienisch, Rosmarin Panna Cotta, Pfirsich und Joghurt geschichtet. Creme Sicilia und Tiramisu und natürlich auch wieder Eis. Geht weiter auf Deck 7 und es geht weiter mit Restaurants. Und zwar habt ihr hier einmal das Yachtrestaurant und ich glaube auch die Eisbar, weil da sind Eisskulpturen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe die Eisbar tatsächlich noch nicht entdeckt. Aber schauen wir doch einfach mal. Also hier habt ihr das Yachtclub-Restaurant, das ist auch ein Buffet-Restaurant, ich würde sagen auch so mediterran angehaucht. Und ich glaube, das ist nicht die Eisbahn, das ist aber nur die Deko des Restaurants. Wir sind im Yachtclub frühstücken und ich schwenke mal kurz über das Buffet. Leider hatten wir die hartgekochten Eier, die waren aber leider weich. Ansonsten Rührei. Nürnberger Spiegeleier. Bacon, hier haben wir das Schweinesteak gratiniert zum Frühstück. Verschiedene Backwaren. Kuchen. Brot.
Brot, Brötchen, Knäckebrot. Und auch Butter. Der Yachtclub ist auf zwei Seiten verteilt und auf der anderen Seite ist tatsächlich weniger los. Und hier gibt es auch noch so Salate, Tomaten, Mozzarella. Hier gibt es Bichermüsli. Rahmfrischkäse gibt es ja auch noch. Hüttenquark, Hüttenkäse, Kräuterquark. Hier gibt es noch verschiedene Smoothies, hier zum Beispiel Rote-Bete-Smoothie oder Karotte-Ingwer-Smoothies, aber gerade leer. Verschiedene Milchsorten, fettarme Milch, Sojamilch, laktosefreie Milch und auch Obst. Hier habt ihr deine Müsli-Station mit Nüssen, Samen, verschiedenen Trockenfrüchten. Und auch verschiedene Cerealien. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Es gibt ja auch eine Omelette-Station. Und da könnt ihr euch euer Omelette bestellen mit verschiedenen Zutaten. Schmeckt auch mal sehr, sehr lecker. Esse ich sehr, sehr gerne. Wir sind ja heute Abend im Yacht-Restaurant und ich zeige euch jetzt das Buffet. Oder ich versuche es, weil nach dem Ablegen ist hier ganz schön viel los. Wir haben einmal Roastbeef mit Remouladensoße, einmal grünen Spargel mit Ziegenkäse, Garnelensalat, dann haben wir hier verschiedenen Fisch, so eingelegte Sachen, Aufschnitt, und da haben wir verschiedene Salate, die ihr euch dann zusammenstellen könnt. Hier haben wir nochmal so Oliven, Risoli-Salat, Hummus und Glasnudelsalat, Fischererbsen. Vorne hier gibt es hier eine katalanische Knoblauchsuppe. Also das Yacht-Restaurant ist schon sehr fischlastig. Hier gibt es Ochsenschwanz-Ragu, Reis, Spare-Ribs. Spaghetti, Nudeln, ich denke Paprikagemüse, Pommes, Sardilla, Pesto-Nudeln, Garnelen, Tintenfischringe, gegrilltes Gemüse mit Knoblauch, hier gibt es frisch gebratenen Fisch, heute ist es Lachssteak. Und hier seht ihr mal, wie das angerichtet ist. Hier gibt es Soßen zum Fisch. Auf der anderen Seite gibt es fast dasselbe. Hier gibt es noch Semmelknödel und Lammschulter. Hier gibt es vegetarische Cannelloni, Kräuterrisotto. Noch die Tortellini waren auch sehr, sehr lecker. Und hier gab es eben noch Paella, die wird gerade aufgefüllt. Verschiedene Käsesorten habt ihr hier mit Feigensenf, Oliven, Walnüssen. Dann kommen wir zum Dessert. Cheesecake-Creme mit Erdbeersoße. Da nehme ich mir doch direkt mal einen mit. Dann gibt es Brownie-Cheesecake, auch gut. Creme, die Bananencreme. Bayerische Creme mit Beerensoße und Contreau-Gelee mit Himbeeren. Verschiedenes Obst. Hier gibt es auch frisch geschnittenes Obst noch.
Und natürlich die Eisstation, wie in jedem Restaurant. Die verschiedenen Eissorten. Wenn wir dann auf Deck 7 weiterlaufen, kommen wir zu den Spezialitäten-Restaurants. Das sind im Prinzip die Restaurants, wo ihr das Essen inkludiert habt, aber für die Getränke zahlen müsst. Ich fange an mit dem Oceans Restaurant. Da haben wir auch noch eine Reservierung. Ich glaube, morgen Abend. Hier gibt es Fisch, wie der Name schon sagt. Es gibt ein 3-Gänge-Menü und da freue ich mich drauf. Seht ihr dann natürlich in den Vlogs. Dann kommen wir zu Best Burger at Sea. Hier bekommt ihr Burger, verschiedene Burger mit Pommes und auch so Fingerfood. War ich auch schon mal. War sehr gut, aber auch sehr voll an dem Tag. Aber es war auch eines der Restaurants, einer der wenigen Restaurants, die da offen hatte. Dann geht es weiter zum French Kiss. Das ist das französische Restaurant. Gibt es aber auch Frühstück. Ich glaube aber mit Aufpreis. Das ist nicht inkludiert. Und hier seht ihr mal dann die Menükarte, was es hier so gibt. Good morning. Wenn man am French Kiss vorbeiläuft, kommen wir zu der Bar. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch kein Schild. Die French Kiss Bar, da steht es ja. Könnt ihr euch dann hier auch gemütlich hinsetzen und einen Kaffee trinken. Und dann kommen wir auch wieder zum Theatrium auf Deck 7. Und dann habt ihr hier die Lodge 7 Bar auf Deck 7. Hier könnt ihr auch nochmal eure Ausflüge buchen und euch beraten lassen. Also es gibt zwei Optionen auf Deck 6 und auf Deck 7. Und dann gibt es hier das Casino. Da war ich bisher auch noch nicht drin. Auch mal kurz durch. Könnt ihr euer Glück versuchen. Das ist schon nett. Soweit ich mich. Ich kenne mich ja null aus. Hier ist aber auch eine Bar dazu, also könnt ihr was zu trinken holen. Die kenne ich. Die habe ich früher auf der Kirmes auch mal gespielt. Dann wird das Geld ja da vorne geschoben und dann ja, kann man verschiedene Sachen gewinnen. Also das kenne ich. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, und hier verschiedene Automaten. Ah, da vorne ist noch die Rockbox-Bahn, da müssen wir auch noch hin. Aber hier die Rockbox-Bahn. Es ist so windig draußen, dass man sogar den Wind hier pfeifen hört. Guck mal, ob es offen hat. Die Tür hat auf jeden Fall offen. Schauen wir mal. Ist natürlich dunkel. Aber ich kann kurz mal reinschwenken. Gibt es auch eine Bar. Und hier gibt es dann abends verschiedene Musikrichtungen. Das findet ihr dann auch in der Maya Ida Bordprogramm. Auf der anderen Seite von der Rockbox Bar habt ihr The Cube. Das ist auch eine Bar, Lounge, Club. Können wir auch mal reinschauen. Thank you. Sieht dann hier so aus. Wie gesagt, ohne Beleuchtung aktuell. Es gibt aber auch eine Bar. Auf Deck 7 gibt es den AIDA-Fanshop. Also AIDA-Merchandise in Hülle und Fülle. Mit Magneten, Lanyards, Kleidung für Groß und Klein, AIDA-Shirts, AIDA-Jacken und so weiter. Könnt ihr euch dann hier einkleiden. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Wenn wir dann wieder von den Bars zurücklaufen, kommen wir direkt auf die Snackbar. Da gibt es morgens, oder Street Food, wie es hier heißt, da gibt es morgens Stullen, also so belegte Brote.
seht ihr dann hier. Getränke sind ja auch exklusive, aber ihr könnt euch die Brote mitholen. Sieht auch echt sehr schmackhaft aus. Überlegt mir da später was zu holen. Hier gibt es was Süßes. Und auf der anderen Seite gibt es dann später noch die scharfe Ecke. Hier gibt es dann Currywurst und Döner. Muss ich tatsächlich auch noch mal testen. Aber Currywurst habe ich richtig Bock drauf. Und auf Deck 7, ich weiß jetzt nicht, ob es welche Backbord, weil das für eine Seite ist. Es ist auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite vom French Kiss, habt ihr das Beach House Restaurant. Da waren wir tatsächlich auch noch gar nicht drin. Ich kann euch gar nicht sagen, was es dort gibt. Sieht aber auch sehr schick aus. Ich geh mal kurz durch. Hallo! Also hier muss man reservieren, wurde mir gerade gesagt. Deswegen gehen wir wieder, aber sieht sehr schick aus. Auf Deck 18 kommen wir dann zum Body and Soul Spa, was ihr ganz vorne auf dem Schiff findet. Ihr habt auch schon mal einen Einblick ins Fitnessstudio. Ja, ganz viele Menschen trainieren. Werde ich da nicht durchlaufen. Es gibt auch noch ein Außenfitnessstudio. Das schauen wir uns dann gleich auch noch an, außer es weht mich weg. Wie gesagt, hier einmal das Body and Spa. Da könnt ihr euch Anwendungen buchen. Aber ich glaube, hier kommt ihr auch zu den bezahlten Saunabereich, aber das weiß ich jetzt aktuell nicht genau. Morgen. Hier findet auch der Cycling, also generell Kurse finden hier statt. Da ist auch gerade ein Kurs oder ne, da machen gerade welche Sport. Einer macht da Hula Hoop. Also hier kommt ihr, hier habt ihr auch, könnt ihr euch die Kurse anzeigen lassen, was heute läuft. Immer auf 9 Uhr. Was haben wir denn heute? Donnerstag. Mir ist da kein Kurs. Also den Kursplan findet ihr auch woanders. Hier gibt es dann die Cycling-Kurse. Übersicht aller Kurse. Ach, da habt ihr es ja. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt zu Cycling Basic geht. Ach so, da könnt ihr euch dann mit ihr dann den Kurs machen wahrscheinlich. Ich verstehe es nicht so ganz, aber ja, anscheinend. Dann gibt es hier das Body and Soul Spa. Das ist gerade zu. Deswegen können wir da nicht rein. Ein kurzes Fitnessstudio. Ich werde jetzt hier nicht hochschwenken. Hier gibt es Laufbänder. Natürlich auch Geräte für Gewichte. Trinkwasserbrunnen. Crosstrainer gibt es hier an der Seite ganz viele. Ich merke gerade, ich war ewig nicht mehr im Fitnessstudio. Fahrräder gibt es hier. Ja. Handtücher gibt es hier auch und ganz viele Fahrräder. Vom Body and Soul Spa dann weiterkommt, habt ihr hier noch einen Ausflugscounter auf Deck 8, direkt neben dem Fitnessstudio, was wir uns gleich angucken. Wir gehen erstmal kurz nach rechts. Hier haben wir einmal den Friseur, Nail Spa, eine Parfümerie habt ihr hier. Aktuell natürlich alles geschlossen. Und ich glaube, hier gibt es auch nochmal, hier könnt ihr eure Reise noch buchen, also eine Reise buchen, wenn ihr möchtet. Gibt es hier auf Deck 8. Und dann kommen wir auch wieder zum Theatrium auf Deck 8. Ich würde ja gerne rausgehen. Mal gucken, ob es mich nicht wegweht. Achso, hier ist übrigens das Café Mare. Hier gibt es Starbucks-Kaffee. Genau. Auf Deck 8, neben dem Fitnessstudio, findet ihr eine Minigolfanlage. Auch sehr schön gemacht. Wahrscheinlich gerade bei dem aktuellen Wind nicht möglich zu spielen. Aber ja, die gibt es hier auch.
Schläger könnt ihr euch, glaube ich, am Ausflugsschalter ausleihen. Bin mir jetzt aber nicht sicher, aber irgendwo werdet ihr die schon kriegen. Und dann sind wir schon beim... Oh, hier gibt es einen Fotospot. Was sieht man dann hier? Dass man das nicht niesen muss. Also ich weiß nicht, was man hier sehen soll. Also das, was ich jetzt auf dem Bild sehe, sehe ich leider nicht. Naja. Ja, und hier habt ihr den Fitness-Außenbereich. Mit, auch mit Geräten, mit Blick aufs Meer. Im Fahrrad. Crosstrainer. Und hier habt ihr, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas. Da kann man sich so hochziehen, das weiß ich, so die Beine und so, aber das weiß ich nicht. Ja, einmal auf Deck 8 draußen, es geht, glaube ich, vom Wind, aber es ist noch, immer noch windig, aber oben war es schlimmer. Hier könnt ihr euer in der Eisbar euch ein Eis holen und dann hier euer Eis auf dem Blick aufs Meer dann genießen. Gehen wir mal rein und schauen uns die Eisbar an. Hier ist die Eisbar, aktuell kein Eis drin. Aber hier könnt ihr euch gegen Aufpreis dann leckeres Eis kaufen. Habe ich bisher auch noch nicht getestet. Auf der gegenüberliegenden Seite von der Eisbar habt ihr dann die Vinothek mit verschiedenen Weinen. Könnt ihr euch dann hier kaufen. Und ganz hinten habt ihr dann das Steak-Restaurant, wo man auch frühstücken kann. Das Churrasaria. Ich weiß wahrscheinlich falsch aus. Das ist dann da vorne. Wenn ihr dann an der Eisbar vorbeilauft, kommt ihr zu weiteren Restaurants. Wenn ihr schon mal auf Aida Cosma wart, schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare, wie euch Aida Cosma gefallen hat. Gefällt euch diese Schiffgröße oder mögt ihr doch lieber die kleineren Schiffe? Dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir zum Mamma Mia Restaurant. Da haben wir auch noch eine Reservierung. Das ist auch ein Spezialitätenrestaurant, wo das Essen inklusive ist, ein 3-Gänge-Menü und die Getränke extra bezahlt werden müssen. Nach dem Mamma Mia kommen wir dann zum Brauhaus, ein sehr beliebtes Restaurant mit deutscher Küche. Hier bekommt ihr Grillhähnchen, Haxe, Gulasch und all sowas. Natürlich auch verschiedene Biersorten. Das Bier wird hier tatsächlich auf hoher See selbst gebraut. Jetzt sind wir durchs Brauhaus gelaufen. Hier seht ihr auch die Fässer, wo das Bier gebraut wird, zum Beispiel Aida-Weizen. Also das ist schon cool. Wir gehen jetzt mal da raus, nämlich links um die Ecke gibt es noch ein Barbecue-Grillstand, den findet man fast gar nicht, wenn man nicht danach fragt. Oder man findet ihn spontan. Dort gibt es zum Beispiel Ofenkartoffeln und Köfte. Da waren wir auch schon mal die Tage essen. War in Ordnung. Ich zeige es euch kurz. Den findet ihr dann hier. Ich versuche mich gerade wieder zu orientieren, was ich schon gezeigt habe und was nicht. Und ist euch mal aufgefallen, es gibt kein Deck 13. Das liegt daran, dass wir Deutschen abergläubisch sind und die Zahl 13 nicht mögen. So wie im Flugzeug gibt es hier, wie oft auch auf Aida Cosma, kein Deck 13. Ich bin jetzt hier auf Deck 17 im Beach Club. Und das ist im Prinzip der abgedeckte Bereich mit Pool. Sieht dann hier so aus. Hier haben wir die Aida Bar. Sitzen da schon Menschen im Whirlpool. Gucken wir mal, kriegen wir das einigermaßen. Ja, so sollte es passen.
Also wir haben da ein Whirlpool, rechts und auch auf der linken Seite gibt es ein Whirlpool. Wie gesagt, hier in der Mitte so einen kleinen Pool. Und soweit ich weiß, kann man das Dach auch öffnen. Also so kenne ich es von der Perla, wo wir damals waren. Habe ich bisher aber jetzt hier noch nicht offen gesehen. Gestern war es sehr warm, aber geöffnet war es nicht. Dann gibt es hier ganz viele Sitzmöglichkeiten. Gibt es ein Service-Desk. Könnt ihr eure Fragen an das Personal wenden. Hier gibt es auch frische Handtücher. Hier kann man sich die Handtücher dann auch für selbst nehmen. Und dann gehen wir mal raus. Wenn man da aus dem Beachclub rauskommt, hat man hier dann einen Infinity Whirlpool mit einer Dusche. Kann man schön die Aussicht genießen aufs Meer. Wie gesagt, hier gibt es auch eine Dusche, da kann man sich auch direkt abduschen. Hier auf Deck 17, da komme ich jetzt nochmal vom Infinity Pool hier hoch und hier gibt es dann eine Boulderwand, wo man klettern kann. Da oben gibt es auch noch so eine coole Hängebrücke, aber da gehen wir ein andermal drüber. Wir gehen erstmal nach vorne, dann zeige ich euch noch den anderen Pool. Wenn man dann das Deck weiterläuft auf Deck 17, kommen wir dann zum Oceans-Bereich, nenne ich ihn mal. Hier haben wir auch einen Whirlpool. Auf der anderen Seite ist auch nochmal einer. Und dann haben wir hier den Infinity Pool. Hinten zum Schiff raus kann man natürlich sehr, sehr schöne Bilder machen. Da unten gibt es auch nochmal einen Whirlpool direkt daneben. Ich gehe auch jetzt gleich mal runter. Sieht aber leider tagsüber nicht so schön leer aus für so schöne Bildermöglichkeiten. Denn ja, tagsüber ist ja natürlich was los. Da unten ist auch die Oceans Bar und ganz, ganz viele Kinder sind in diesem Pool, weil es ist tatsächlich sehr, sehr niedrig. Also eigentlich gut geeignet für Kinder. Und ja, da gehen wir mal runter auf Deck 16. Ganz hinten auf Deck 17 habt ihr dann den Skywalk, ist es glaube ich, eine Scheibe über dem Meer. Gab es auch schon auf Perla und Prima. Hier auf Deck 17 ist dann der Zugang zu den Rutschen. Hier habt ihr auch eine Dusche, die momentan nicht funktioniert. Hier ist der Ausstieg von den zwei Racern, da kann man ein Wettrennen zusammen machen. On-Ride seht ihr dann im Anschluss von beiden Rutschen. Ich habe natürlich beide für euch getestet. Und auf der anderen Seite habt ihr den Ausgang von der einzelnen Rutsche. Also wenn ihr da dann hier die Treppe hochgeht, ich habe gerade keine Badeklamotten an, dann kommt ihr zu den Rutschen. Ich glaube, die haben auch schon noch geschlossen. Und da seht ihr die Beschriftungen. Einmal die Einzelröhrenrutsche und die Doppelröhrenrutsche. Macht echt Spaß. Und für Groß und Klein geeignet. So, und hier habt ihr dann den Ausgang von der Einzelröhrenrutsche. Hier nochmal ein genauer Blick auf den Pool. Also kann man echt schöne Bilder machen von hinten raus aus dem Schiff aufs Meer. Und es gibt noch einen weiteren Pool auf Deck 17 vorne. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Ansonsten findet ihr hier natürlich ganz, ganz viele Sitzmöglichkeiten, noch einen Infocounter, Schwimmwesten für Kinder, eine Toilette. Und hier finden dann immer Quizzes statt und da wird auch mal das Bordprogramm projiziert auf diese Leinwand. Auf Deck 16 findet ihr auch nochmal Zugang zum Racer. Da müsst ihr dann die Treppe hochlaufen, dann seid ihr auf Deck 17. Und hier gibt es den Funpark für Kids und da ich sehr früh da bin, zu früh anscheinend, er hat noch nicht offen. Oder? Doch, er hat offen, man muss nur den Stecker finden. Zeige ich euch, was hier so für Kids zur Verfügung steht.
Hier gibt es nämlich einen kleinen Indoor-Spielplatz. Da habt ihr ein Bällebad, eine kleine Rutsche. Hier so ein Laufparcours, Kletterparcours, also echt schön gemacht. Auch was für die ganz Kleinen, so eine Rutsche. Auf jeden Fall habe ich hier von Kindern sehr, sehr viel Spaß haben sehen. Natürlich gibt es auch genügend Sitzgelegenheiten für die Eltern. Und dann seht ihr hier noch Regeln für die Boulderwand. Die ist hier an der Seite und da oben. Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Und hier ist anscheinend so ein Spiel, so ein T-Wall. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Da leuchten dann die Dinger auf, da muss man drauf drücken. Scheint aber aktuell nicht zu funktionieren. Ja, und das ist der Funpark hier auf dem Schiff. Wenn ihr dann am Kids Funpark vorbeilauft, müssten irgendwann die Kids Clubs kommen. Laut Map. Ich bin hier noch nie lang gelaufen. Ah, da haben wir einmal den Kids Club. Ist einmal hier. Und da habt ihr auch die Kids Club Aktivitäten, stehen immer hier dann drauf. Und wenn wir Leute laufen, müsste dann auch die Kids Clubs für die Älteren kommen. Ja, erstmal kommt der Mini Club. Für die ganz Kleinen. Ich kenne leider die Altersbegrenzungen nicht, aber das könnt ihr bestimmt googeln. Und dann müsste aber, glaube ich, der Teenie Club kommen. Das Gute ist, hier ist auch alles mal noch beschriftet, wo man langlaufen muss. Hier ist nochmal die Kids und Mini Club Disco. Und hier ist der Wave Club Teens Club. Ich kann mal kurz ein bisschen reinspicken. Sieht halt ein bisschen cooler aus für die Kids. Die Teenies zum schönen Glitzerboden. Und hier ist das Game Center. Ich weiß nicht, ob es offen hat. Es hat offen. Das ist eine Art Spielarkade gibt es hier. Pac-Man! Der Teens Club hat tatsächlich geöffnet. Ich gehe mal kurz durch. Also ihr habt hier viele Sitzmöglichkeiten. Ein Fernseher, wo die Kids dann chillen können. Ein Riesenfernseher. Wahrscheinlich auch mit Spielekonsolen, das weiß ich jetzt nicht. Die sehe ich jetzt hier nicht. Und da gibt es auch den Club dann wahrscheinlich. Also eine kleine Bar. Können die Kids dann abdancen. Und direkt auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr einen Eingang vom Fuego-Restaurant. Es gibt auch noch mal einen anderen Eingang weiter hinten vom Schiff. Also hier ist einmal, halt weil es so nah am Kids Club ist, das ist halt so das Kids-Restaurant, hat glaube ich aktuell noch geschlossen. Ah ne, die Tür hat offen. Hat alles offen. Also einmal das Fuego-Restaurant. Und hier gibt es das Baby-Bistro, das hat wohl rund um die Uhr geöffnet. Gucken wir da mal kurz rein. Also hier im Baby-Bistro habt ihr dann Gläschen und so hip, mal kurz hier, hip, Essen von hip, das ist nur Deko, habt ihr noch Milch, also die Milch, die Bio-Kombiotik-Milch. Und heißes Wasser habt ihr hier, auch kaltes, wahrscheinlich für Babyflächen geeignetes Wasser. Ich bin noch nicht so in der Thematik drin. Hier könnt ihr eure Flaschen auch reinigen. Und dann, wie gesagt, das hat rund um die Uhr geöffnet ins Fuego-Restaurant. Wie gesagt, eigentlich so das Kinderrestaurant, aber ich finde sie auch sehr, sehr lecker. Hier gibt es Burger, Pizza, Fischstäbchen. Aber ich zeige euch gleich einen Ausschnitt vom Buffet, das habe ich nämlich schon gefilmt. Gibt es auch super schöne Plätze, wo man sich hinsetzen kann, aufs Meer ausschauen kann. Wie gesagt, aktuell ist hier natürlich kein Mensch um 6:30 Uhr.
Mittlerweile müssen es 6.45 Uhr sein. Also natürlich die Mitarbeiter, die das Restaurant verbreiten. Wir haben die Getränkestation, es gibt Bier, es gibt Wein, tagsüber Softgetränke, Säfte, natürlich Tee und Milch und auch hier ist die Softeis-Station. Sehr, sehr leckeres Softeis gibt es hier. Ja, das ist das Fuego-Restaurant. Es gibt auch eine Familienzeit. Die genauen Uhrzeiten, wann es geöffnet hat, findet ihr immer in der MyAida Bordportal über das Handy oder in der MyAida Zeitschrift, die ihr jeden Tag an eurer Kabinentür hängen habt. Ich versuche euch das Fuego-Restaurant ein bisschen zu zeigen. Es ist immer sehr voll, weil hier halt echt wenig Platz ist, aber ich gebe mein Bestes. Hier gibt es die Softeismaschine, die ist gerade leer, aber sehr begehrt. Gibt es hier verschiedene Desserts, Donuts, geschnittenes Gemüse. Getränke gibt es hier auf der anderen Seite. Da gibt es dann alle Softgetränke, Wasser, aber auch Bier, Wein, Tee. Könnt ihr euch dann alles hier selbst wegnehmen. Dann kommen wir zum Buffet. Hier gibt es immer verschiedene Toasts, gefüllt jetzt aktuell hier mit Pulled Pork, Bagel mit Chili con Carne oder Wrap mit Putenbrust. Klingt sehr, sehr lecker. Dann gibt es hier einmal Nudeln, Barilla Spaghetti mit Pesto. Könnt ihr euch dann hier bestellen. Burger. Gibt einmal Chicken Burger, vegetarischen und auch normalen Burger. Sind wirklich sehr, sehr lecker. Und hier gibt es Kartoffelpuffer mit verschiedenen Toppings, Apfelmus, Zimt, Zucker, Zitronenschmand und Käse. Käseschmand. Gibt's da zur Auswahl. Auf der anderen Seite habt ihr dann Rinderbraten. Und verschiedene Buffetsachen wie Kartoffeln, Spaghetti, Knödel, Würstchen, Fischstäbchen, Chicken Wings, Schweineschnitzel, kleine. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Salat. Auf Deck 18 findet ihr hier auch eine Kletterwand und auch auf Deck 17 ein Stück. Und wenn ihr euch umdreht, sind wir schon am Ende von Deck 18. Da unten habt ihr einen schönen Blick auf das Pooldeck, auf Deck 17 und 16. Ich bin auf Deck 18 und habe mich gerade hier versteckt. Es ist sehr früh morgens, ihr seht es um 6.30 Uhr und es ist so windig, dass ich mich hier in der Ecke verstecken muss. Also das ist das Sportdeck auf Deck 18. Hier werden Sportkurse angeboten, es kann Basketball gespielt werden, ich glaube auch Volleyball. Und ich versuche mal weiter zu gehen und euch weiterhin zu zeigen, dass ihr mich auch versteht. Ansonsten werde ich einen Untertitel einfügen, weil ihr seht es hier an dem Netz, es ist super stürmisch. Und hier seht ihr auch eines der Rutschen. Oder sind beide Rutschen, ich weiß es nicht, aber den Eingang zeige ich euch dann. Der Eingang ist auf Deck 17. Und jetzt laufen wir mal hier über diese Hängebrücke. Also es ist hier die Hängebrücke, über die man hier laufen kann, über dem Meer. Und die Sonne ist eben aufgegangen, also echt schön, wenn der Wind nicht wäre. Ihr werdet wahrscheinlich kein Wort verstehen, aber auf Deck 18 ist das Shuffleboard. Für den Pool vorne mussten wir tatsächlich auf Deck 18 gehen. Also ich bin einmal eine Etage höher gegangen. Ich bin hier auch noch nicht so familiar mit dem Schiff. Erst Tag 2 und auch sehr großes Schiff. Deswegen, ja, weiß ich ja nicht mehr hier mit direkten Weg. So, jetzt haben wir hier den anderen Poolbereich. Erstmal da ist der FKK-Bereich, da werde ich natürlich nicht reingehen, aber es ist gut ausgeschildert. Einfach hier bei der hübschen silbernen Dame, die auch zu Disney One Hand passen würde. Einfach die Treppe hier hoch. Und ja, hier seht ihr den anderen Pool. Aktuell auch schön leer. Kann man gut zum Filmen nutzen. Hier habt ihr dann ganz viele Liegen.
Ich liebe einfach den weiten Blick raus aufs Meer. Die Sonne scheint. Ist einfach mega schön. Hier gibt es natürlich auch Handtücher. Dann gehen wir direkt mal ganz nach vorne. Denn wir fahren aktuell auf Doha zu. Oh, da landet gerade ein Flugzeug über der Stadt von Doha. Sieht auch echt cool aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und das war mein Schiffsrundgang der AIDA Cosma. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen vom Schiff. Es ist tatsächlich riesig und eine Woche ist viel zu wenig, um das Schiff zu erkunden. Also ich hätte noch locker hier eine Woche bleiben können, um noch mehr Restaurants zu testen. Aber ja, ein Grund wiederzukommen, obwohl ich doch ein Ticken mehr Fan von den kleineren Schiffen bin, um ganz ehrlich zu sein. Mir ist es doch ein Ticken zu groß. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.